Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Letztes Mal haben wir gegen den Thomas gekämpft. Oh, da unten haben wir noch was vergessen. Der ist dann Richtung dem hier, Richtung der Tür verschwunden. Hat sie aufgestoßen und komischerweise ist die wieder ganz. Genau, und da werden wir jetzt dann reingehen. Aber zuerst schauen wir mal. Hey, Malcolm. Malcolm. Ja, Startzeit ist um 7. Wir sehen uns am Sonntagmorgen auf dem Platz. Übrigens, hast du von diesen Tennyson Bericht gehört? Anscheinend kursiert eine Menge Kopien davon im Büro. Trench ist scharf auf Informationen darüber, wer der Verfasser ist. Du hast nicht zufällig was darüber gehört. Bis Sonntag, Jim. So. Ich glaube, das war es jetzt erstmal an Information. Da unten. Und da ist er schnabuliert. Gut. Okay, nehmen Sie das runter. Die Lage in Kuba wurde von den zuständigen Behörden bewertet. Die mysteriöse Krankheit, von der die Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna betroffen waren, wurde durch Schallwaffen in den Händen einer ausländischen Macht verursacht. Zahlreiche Mitarbeiter der Botschaft erlitten Schäden am Innenohr, aber die meisten werden voraussichtlich vollständig genesen. Natürlich wurden auch ihre Zellwände beschädigt. Aber ob das an einer dummen Lärmkanone lag? Gott sei Dank haben die Ärzte dort sie nicht untersucht. Ehrlich gesagt, wie hoch stand die Chance, dass ein gewandeltes Objekt in einer US-Botschaft auftaucht? Glück gehabt, was? So viel einfacher zu... Hey, nimmst du etwa immer noch auf? Genau, der Thomas hier war das gerade, der fliegende Blödmann. Hauserinnerung. Ah, da ist auch noch was. Alberto. Ah. Das war der. Tomasi, Kommunikationsleiter. Das Zischen hat ihn erwischt. Ja, das stimmt. Bitte. Ereigniszusammenfassung. Eine Reihe von Fällen mit vermissten Personen konnte zu einem Haus in Butte zurückverfolgt werden, wo Agent der Behörde einen Zugschalter mit translokativen Eigenschaften entdeckten. Translokativen, okay. Eingriff während des Ereignisses. Agenten der Behörde suchten das Haus in suchten das Haus einer örtlichen Berühmtheit in der auf, welches mit insgesamt Fällen der von verschwundenen Personen in der Gegend in Verbindung stand. Die Agenten fanden niemand im Haus selbst. Bei der Durchsuchung eines Schrankes zog ein Agent am Zugschalter eine Lampe und verschwand. Ein weiterer Agent betätigte den Zugschalter, um den Vorfall zu reproduzieren. Auch er verschwand. Beide Agenten wurden Tage später im ältesten Haus wiedergefunden, wo eine Gruppe Ranger, die einen neuen Bereich des Hauses erkundeten, in einen versiegelten Raum auf sie stießen. Der Zugschalter im Kleiderschrank des Hauses in Butte verschwand während dieses Zwischenfalls. Wow, okay. Die Hotline muss nahe sein. Woher weißt du das? Aus Erinnerung. Hotline-Kabine. Bin mal gespannt, ob ich damit noch irgendwas anfangen kann. Butte. Details. Ihrer Aussage zufolge wurden die Agenten aus dem Haus in Butte in ein Motel mit Namen
Ocean View Motel in Casino und Casino transportiert und fanden mithilfe eines Rituals, siehe Akte MOT 01, einen Zimmerschlüssel. Der Schlüssel öffnet eine Tür, die mit einer umgekehrten schwarzen Pyramide versehen war, was sie erst nach langer Zeit durch stures Ausprobieren feststellten. Nachdem sie einen weiteren Zugschalter im Motel betätigt hatten, der sich in diesem Zimmer befand, wurden sie ins ältere Haus transportiert. Das Verschwinden des Hausbesitzers sowie die anderen Bewohner von Putte wurde dem Zugschalter zugeschrieben. Mittlerweile ist bekannt, dass das Overview Mortal viele Türen und Pfade beherbergt. Seit dem Vorfall sind überall im ältesten Haus Zugschalter aufgetaucht, die mit dem Schalter des Hauses in Butte identisch sind. Derzeit wurde Zugschalter im ältesten Haus gefunden, die sich im Sektor befinden. Sie stellen alle einen Zugang zum Ocean View Motel dar, wobei wie genau die Verbindung funktioniert, wobei unklar ist, wie genau die wahrscheinlich. Anfängliche Hypothesen stützen sich auf das Avi von der Butte als sie blabber. Okay. Achso, vielleicht ausnehmen. Ich höre das Telefon. Ah, Hotline-Sicherheitsprotokoll. Okay, 19.08. 19. Direktor Trench. Trench. Bill Everett. Hausmeister. Trench, Trench. Bill Everett. Trench, Trench, Trench. Bill. Trench, Bill, Charlotte. Nee. Carol, Bishop. Hausmeisterin. Soll ich jetzt schon dahin gehen? Kann ich jetzt schon dahin gehen? Das Ocean View Motel und Casino. Traumlogik. Der Lampenzugschalter. Ja. Hier schon mal? Nein. Nein. Ich habe in billigen Motels im ganzen Land übernachtet. Unterwegs, heimlich, auf der Flucht. Das fühlt sich an wie alle von ihnen. Wie etwas, das man aus einem Traum kennt. Okay. Hallo? Ist da jemand? Das Schießen ist halt ja dann immer so krass laut. Ja, nein. Es macht Ping, übrigens. Palim, palim. Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Wieso kann man hier rein? Ist hier irgendwas? Nee. Doch, da. Aber was ist hier?
kann nur... Man kann nur... Hier das versuchen. Dann das da und die Klingel. Ja, sonst gibt's hier gar nichts. Ha. Zwei, zwei, zwei. Nee, das Geisterzimmer war 47. Nummer 47. Was kann man hier machen? Was ist das hell? Ja, okay. Okay, jetzt ist die 222 ist jetzt zu. Und jetzt ist 226 offen. Ah, hier kann. Ah. Eine schwarze Pyramide auf dem Schlüssel. Ah, okay. Eine schwarze Pyramide. Hier. Das bin ich? Krass. Geht es nicht? Habe ich hier was vergessen? Nee, glaub nicht. Aber wieso ging das nicht? Ah, ja. Hebe die Hotline ab. Ich komme mir ein bisschen vor wie bei X-Men. Dann machen wir mal. Wieso? Hä? Oh Gott, das war es. Nicht viel. Wieso können die mir nicht einfach? Um, nutze die Hotline mit. Ach so, soll ich die gar nicht? Oh, da war eine Lücke. Soll ich die gar nicht erschießen? Nutze die Hotline, um mit okay, nein, das war's nicht. Hä? Nee, jetzt bin ich tot oder was? Echt jetzt? Okay. Boah. Ich dachte jetzt, dass wir zurück zu... Also, dass wir das Ganze nochmal machen müssen. Okay. Aber was meint der mit, ich soll die Hotline benutzen?
schließen sie die Astralebene-Herausforderung ab. Nutze die Hotline, um die extradimensionale Entitäten zu kommen. Was soll ich machen? Soll ich die Hotline? Wie soll ich die Hotline benutzen? Gibt's hier irgendwas? Nutze die Hotline. Die Hotline. Nutze die Hotline. Da vorne oder was? Muss ich jetzt hier hin? Einfach so kommt er nach. Nee. Nutze die Hotline. Ich check das mit der Hotline gar nicht. Ach du Wichser. Immer dieses Springen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass ich einfach... Ich denke mal, dass ich die einfach ausmanövrieren muss. Die konnte ich nicht erschießen. Und jetzt über die Hotline, ja. Reicht nicht auf. Ach, wow. Nur ein Telefon. Ein Objekt der Macht. Es ist nicht ans gewöhnliche Netz angeschlossen. Eine direkte Leitung zur Astralebene und zum Rat. Und meiner Hypothese nach... Unter den richtigen Bedingungen auch zu anderen Existenzebenen. Ein Direktor braucht ein Team, mein Management-Team. Sie kennen die Geheimnisse der Behörde so gut wie ich, manche sogar besser. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall, Marshall besonders. Meine Einsatzleiterin. Sie versteht mich, weiß, dass ich mich ungern auf andere verlasse. Man sollte nur sich selbst enttäuschen. Aber Dinge ändern sich, wenn man Direktor wird. Ich habe die Hotline. Ich kann Trench anrufen. Oder ihn zumindest hören.
Er ist wie ein Echo. Ein Echo mit wichtigem Wissen. Ich muss zurück zu Emily. Aber die Leute reagieren heftig, wenn ich von dir erzähle. Ist es zu früh, um es Emily zu sagen? Sie könnte helfen. Wieso hat sie aus der Nase geblutet? Das mag ich nicht. Das finde ich ungut. Ich glaube, hier ist noch alles so, wie es war, oder? Ich glaube schon. Wobei hier... Das ist alles so. Uiuiui. Also an alle Mitarbeiter der Geschäftsleitung. Ich weiß, dass es Bedenken gibt, weil unser Betrieb das Jahresbudget übersteigt. Solange wir innerhalb des Ältestenhauses operieren, sind wir in vielerlei Hinsicht vor Kontrolle geschützt. Wenn unsere Budgetforderungen nicht auffällig übertrieben sind, werden sie ohne Nachfragen vom Finanzministerium genehmigt werden. Das FBC ist nur eine weitere Spalte in einer Tabellenkalkulation, die einen kleinen Buchhalter nicht einmal auffällt. Seine Augen werden darüber gleiten, als wären wir gar nicht da. Entschuldigung, als wären wir gar nicht hier. So. Das Naturell des Ältestenhauses ermöglicht uns gewisse Handlungsfreiheiten. Dass wir hier sind, ist kein Zufall. Gruß, Zacharia Trench direkt. So, sprich mit Emily. Hier ist also die geheime Tür. Quasi zum... Warte, jetzt können wir ja hier rein. Hey! Also, ich dachte, wir können jetzt hier rein. Guten Tag. Na du? Wie geht's dir? Gut. Und dir? Auch gut? Sehr schön. So mag ich das. Jesse, hast du die Hotline? Wie ist es da draußen? Kommunikation? Das Zischen? Ach, sorry. Ich bin nur froh, dass du da bist. Emily? Lass uns reden. Natürlich. Gut. Aber wir werden erst das nächste Mal reden. Bisschen verwirrend hier, aber ja. Sonst total übersichtlich. Irgendwie. Not. Gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.